Täglich informieren wir Sie im Pokal TV über die Highlights des Spiels des Tages beim Tekkon-Pokal. Das Spiel des Tages wird Ihnen präsentiert von SSK Schraubenschmied, Ihrem Partner für Handwerk, Industrie und den anspruchsvollen Profi-Heimwerker. Dort steht sich nun gegenüber die Sportfreunde Dettingen gegen den TSV Uerdingen. Ich habe es eingangs erwähnt, der heutige Turniertag bringt einige Entscheidungen mit sich. Eine dieser Entscheidungen wird heute in der Gruppe B gespielten Partien und 7 Punkten auf Platz 2 der TSV Uerdingen mit 4 Punkten und auf Platz 3 die Sportfreunde Dettingen mit 3 Punkten. Dementsprechend ist die Marschroute klar, den Dettinger, die Nummer 5 Tom Kern, die 6 Maximilian Beller, die Nummer 7 Alexander Hummel, die 8 Semi Karajai, die Nummer 9 Robin Spranz, die 10 Daniele Arthur, letzter aufgestellt worden von der Firma Regela. Und genau diese Anzeigetafel müsste jetzt von 0 zu 0 auf 1 zu 0 springen, denn auf dem Dolcetto Stadionplatz haben wir bereits in der ersten Spielminute den ersten Treffer gesehen, Torschütze nach einem Eckball, die Nummer 11 der Dettinger, Joachim Weber. Damit neuer Spielstand, Dettingen gegen Uerdingen 1 zu 0. Spielminute, Tor auf dem Dolcetto-Platz. Die Sportfreunde Dettingen erhöhen auf 2 zu 0. Torschütze mit der Nummer 13, Meris Muselic. Halbzeit beim SSK-Spiel des Tages zwischen den Sportfreunden Dettingen und dem TSV Uerdingen. Pausenstand 2 zu 0. Lutzki Bau. Bauen mit Leidenschaft seit 1981. Herr Meck, die Nummer 8, Kapitän Dominik Reusch. Mit der Nummer 11 David Comancelli, die 15 Maurizio Reuter, Nummer 16 direkt Marek Kaluza. Dann Techboten-Homepage einsehbar sein. Wir hoffen natürlich, dass die Mannschaften noch das ein oder andere Tor und Highlight produzieren. Der Bezirksligist auf dem Fußverkauf und zum anderen schaut euch die Wohnmobile auch mal von innen an.
dem Dolcetto Platz in der Begegnung Sportfreunde Dettingen gegen den TSV Ödlingen. Der Anschlusstreffer ist gefallen in der 37. Spielminute für den TSV Ödlingen. Torschütze die Nummer 10, Reinhold Kielsch. Damit kommt wieder Spannung auf. Ist die erste Adresse für alle, die den Genuss eines edlen Tropfens lieben. Alle Weine werden direkt von uns gekauft. Ist die höchste Qualität. Der Chef und Weinexperte Antonino Scavini berät Sie gerne über alle Weinfragen. Auch Freunde der italienischen Küche haben auch Cantina Fündig. Gerade kaltgepresstes Olivenöl und feinste Malzbrot. Spielminute. Erneuter Treffer auf dem Dolcetto-Platz. Die Sportfreunde aus Dettingen gleichen aus zum 3:3 Torschütze. Der Nummer 10, Daniele Attore. Unternehmen GmbH in Weilheim. Wir bauen Sie entspannen. Ja! Jetzt auch der Schlusspfiff im Dolcetto-Stadion durch Riccardo Migliozzi. Sportfreunde Dettingen gegen den TSV Ödlingen 3:3 und damit qualifiziert sich der TSV Ödlingen als Gruppenzweiter der Gruppe B für die Zwischenrunde am morgigen Samstag. Die Spielstatistik wird Ihnen präsentiert von Fischer, dem Männermodehaus in Kirchheim. Sehen und hören Sie nun die Interviews nach dem Spiel des Tages. Ja, direkt nach dem Spiel, letztes Gruppenspiel, 3:3, SF Dettingen gegen den TSV Ödlingen. Ja, neben mir steht Benedetto Savoca. Erfolgstrainer des TSV Ödlingen, seit letztes Jahr aufgestiegen. Benedetto, jetzt direkt nach dem Spiel, wie fällt dein Fazit aus? Also Fazit, wir waren in der ersten Halbzeit ein bisschen zu passiv, aber unterm Strich denke ich, verdient weiterkommen in der Gruppe mit zwei Bezirksligisten. Und das Spiel war halt, haben wir unnötig spannend gemacht, indem wir mit 2:0 hinten gelegen sind. Und dann muss man natürlich aufmachen kommen und hat auch natürlich geklappt. Wir haben dann auch mit zwei Stürmer und offensiver agiert. Und sind dann auch belohnt worden für den Mut. Und wenn er zwei Druck macht, gehen sie dann in Führung und waren sogar eine Chance dabei, das Ding zuzumachen. Aber ich denke, unterm Strich verdient weiter. Ja. Ich fand auch, das war auch auf jeden Fall verdient. Ja, ich sag ja schon, ich habe ein bisschen passiv gewesen. Natürlich Dettingen auch extrem effizient gewesen und effektiv. Zwei Torschüsse, zwei Tore. Ja, aber danach habt ihr einfach den Sieg mehr gewollt, fand ich. Ihr wart aggressiver und habt deswegen verdient, sag ich mal, das Unentschieden noch erreicht und damit es weiterkommt. Wie geht's jetzt weiter? Was habt ihr noch vor? Tickboden-Pokal? Und dann anschließend die Frage, wie geht's in der Runde weiter? Also Tickboden-Pokal, haben wir jetzt eine schwere Gruppe gehabt, wir sind mal ohne große Erwartungen reingegangen, wenn es sagt, wir halten unsere Gegend zum Halten, sehen das als Vorbereitung, denn zwei Bezirksliga ist natürlich zwei gute Tests gehabt und sind jetzt nicht voll, brauchen nicht trainieren, wir haben es verdient, morgen nochmal zwei Spiele. Dazu wird nochmal interessant und dann mal schauen. Ich denke, ein bisschen Spaß und Glück kann man vielleicht auch für Überraschung sein. Das ist die eine oder andere Einzelzeit. Und für die Runde ist ganz klar, als Aufsteiger
eine junge Truppe und dass wir da erstmal uns da finden müssen in der A-Klasse und dann auch wirklich so schnell wie möglich zu Punkte kommen, dass wir die Klasse dann auch halten. Das ist klar, das ist Ziel. Und alles andere, was dann, ja, wenn wir das schaffen, alles andere natürlich mehr mit. Ja, hat jederzeit wahnsinnig Spaß gemacht zuzuschauen. Es sind wirklich tolle Spiele, die in der Mannschaft drin, die wirklich Lust auf mehr machen. Und ich glaube, das ist halt eine tolle Bereicherung für die 30er A. Wir wünschen dir und deiner Mannschaft jetzt erstmal fürs Turnier. Anschließend für die Runde alles Gute für dich. Okay, vielen Dank. Und ich sage auch, all die Zuschauer bis jetzt sehr zufrieden, was wir jetzt in den drei Spielen bis jetzt liefern können. Die Laufbereitschaft, das Engagement, das, man merkt, die Mannschaft lebt und ich freue mich auch schon auf die A-Klasse. Alles klar, macht's gut, gell? Ja.